Willkommen zu Halo 4 mit Dima und Jan, Teil Nummer 9 mittlerweile von diesem Spiel. Im letzten Teil habe ich mich so furchtbar aufgeregt. Und jetzt bist du so richtig wieder runtergekommen. Ich weiß es nicht, das werden wir gucken, was uns das Level bringt. Und er speichert, wir müssen wissen, wir machen das hier gerade in einer Session. Die ganze Zeit, wo wir uns hier unterhalten, speichert er diesen Kontrollpunkt. Jetzt will er es echt wissen. Ja, weil vorhin hat er es halt nicht gemacht und jetzt gleicht er das aus. Ja. Das ist so... Wunderschön. Schnell, setzen Sie mich in die Steuerung ein. Wunderschön. Das ist wirklich schön. Bevor wir das machen, gucken. Das erinnert mich irgendwie an Prey, wo du dann irgendwie so die komplette Welt sehen konntest, in Anführungsstrichen, und du weißt, du kommst dahin. Okay. Da später. Wir kommen doch bestimmt mit diesem komischen Ball da rein, oder? Bestimmt. Ich weiß... Wo ich echt große Schwierigkeiten habe in dem Teil, ist Größenverhältnisse. Weil alles weit weg ist. Oder es sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe keine Ahnung, ist das 50 Quadratmeter? Ist das ein Kilometer groß, diese Kugel? Ja, schon. Man hat nicht so wirklich eine Relation. Sein Schiff ist bereit. Sie verschwinden. Es tut mir leid, ich weiß nicht was. Ja. Gut, aber die ist doch jetzt böse, es ist rot. Ich folge diese Lift. Wir kommen über sie direkt zum Schiff des Didaktikers. Moment mal, über sie drüber? Rüber! Ja, da sind einige Lichs, die Informationen zum Schiff des Didaktikers fliegen. Ach was. Wir haben dafür nur einen einzigen Versuch. Auf die Lichs zu springen, derzeitiges Ziel. Okay. Das ist ein geiles Jump-Pad. Ich hoffe so. Hör. Springen wir da? Ja, ja, das ist auch ein Battlefield-Moment. Let's do Battlefield-Schüssel. Oh, oh. Das kann doch nicht sein. Das ist doch der Moment für eine geile... Ja, okay. Wurde ja auch schon mal ein paar Mal kritisiert. So nachträglich. Was ist geiler, es in der Cutscene zu sehen oder es tatsächlich selber zu machen? Ja, ey. Auch wenn es nicht so cool aussieht dann. Auf einmal hat er Jetpacks, das will ich alles spielen. Naja, vielleicht ist es ein Sprint-Boost. Der hat ihn besser? Ich weiß auch nicht. Ja, er hat ihn besser. Man kann ja jetzt auch diese Finish-Moves machen, die dann Third Person sind. Wenn man mal sich hinter jemand anschleichen kann. Okay. Wow. Das ist jetzt eine Kanone. Jetzt schießt er sich ab. Zirkus. So. Stimmt ja, das war ja so eine Welt in sich, nach innen gewölbt. Der Todesstern in Reverse. Okay. Das ist sowieso eine gute Frage. Was ist in dem Todesstern eigentlich alles drin? Ich meine, das Ding ist ja eigentlich komplett ausgehöhlt. Ja, das kann eigentlich überhaupt nicht funktionieren. So viel Fläche, wie du da hast. Wohnfläche. Ja. Ich meine, wir haben ja schon viel Fläche. Und wir bevölkern nur den äußeren Rand. Aber wenn du das komplett ameisenbaumäßig ausgehöhlt hast, da kannst du ja... Ja, kannst du schon ordentlich was mitmachen. Das kriegst du gar nicht ab. Ausgefüllt mit Leuten. Kennst du diese Meme irgendwie von hier Luke Skywalker, wo Star Wars ist eine Geschichte von einem jungen Mann, der von einer alten Religion radikalisiert wurde und 300.000 Leute bei einem Anschlag getötet hat? Ich meine, ja. Eigentlich stimmt das, also so, wenn man so drüber nachdenkt. Irgendwie schon, ja. 300.000, ich glaube nicht, dass das so wenige auf dem Todesstern, also allein schon von der Größe her passen da locker ein paar Mille bestimmt. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Wenn nicht sogar mehr, ne? Klar, es ist nur eine Armee eigentlich drauf, aber dennoch ist das heftig. Ja, aber das ist häufig, ne? Auch Halo ist ja eigentlich so Religionsfanatiker. Ist das so? Naja, ich meine die Propheten, die Arche. Ja, stimmt, das ist alles so. Es ist nur so offensichtlich, dass du es gar nicht mehr hinterfragst. Aber ja, sie. Und die Schöpfer, eben hier der Didaktiker, der einer von diesen Schöpfern ist, immer noch hier. Sprich, dieses ganze Zeugs gebaut hat. Okay. Die als Gottheit verehrt werden von der Allianz. Installation 03. Halo. Ich fand die Infinity die Koordinate für Requiem. Warum fliegen sie dann vorbei? Weil der Erzeuger nicht auf dem Ring ist. Mhm. Worauf warten sie? Diese Station rettet sich nicht von allein. Selber zicke, ich sag's nochmal. Tja, echt mal. Calm your tits. Bringen Sie mich zur Konsole.
Distorte KI-Stimmen sollte man nicht vertrauen. Just saying. Ja, ich höre Sie. Hier spricht Sandy Tilson von der Ivanov-Station. Werden angegriffen. Sie wollen das Blutsväter-Artefakt, das Sie von dem Halo haben. Woher wissen Sie davon? Doktor, Sie müssen dieses Artefakt bis zu unserer Ankunft schützen. Schicken Sie... Schnitt tot. Wissen Sie, was das Herablassen des Schatten auf unserer ersten Schachpartie gesagt hat? Cortana. Sogar ich nenne nicht mehr bei seinem Namen. Korrigier den Anflugwinkel. Er sagte auch, dass er alleine arbeitet. Das haben sie gerade eingespeedert, ihn. Ich bin dein größter Erfolg und so hast du mich. Jetzt. Da muss ein Patch her. Also ein Update. 60 GB Update für Kontakt. Update. Ding. Runter kommen sie immer. Lustigerweise ist das sogar ein Kapitel, weil ich es schon im ersten Teil gab. Sind Sie da? Das genauso hieß. Als Ihr Signal abriss, dachte ich... Doktor, hören Sie mir zu. Sie müssen die Evakuierung der Station einleiten. Das haben wir versucht. Die Allianz... Also die Gesichtsanimationen sind schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, also das können sie. Die haben auch, wie gesagt, diesen ganz eigenen Look. What the fuck? Wir bleiben bei der Pistole. Die ist mir nicht geheuer, die Pistole. Dass da auch jetzt so neue Waffen noch eingeführt werden, ist mir ein Unverständnis. Halo 2 war geil. Da wusstest du, hey, es gibt neue Waffen. Es ist sofort gleich die ersten Waffen, die du bekommen konntest, waren die neuen Waffen. Mhm. Wenn die Pistole gefixt, habe ich so das Gefühl. Ja. Teilweise. Okay, sie tötet doch noch. Klein tötet sie auf jeden Fall mit einem Schuss. Das finde ich cool, wie er die Waffe dann nochmal so rumdreht. Ja. Das ist ein lässiger Move. Smooth Moves. Ich mochte auch immer... Haben wir die hier zufällig? Ja, haben wir. Nur, um das mal zu zeigen... Die Plasma-Pistole fand ich mal eine Zeit lang richtig, richtig Hammer, weil... Ah, oh, fuck. Ja. Weil mit der schlägst du immer mit der linken Faust und das fand ich irgendwie total cool, weil sie so boxenmäßig ist. Einfach... Ich box dir. Mit der anderen Hand. Ach, komm schon. Die komplette Sequenz, wirklich. Dr. Tilst, sind Sie da? Ich frage mich ja jedes Mal, dieser Zoom, wo kommt der her bei der Waffe? Ich meine, da ist kein Visier drauf. Doktor. Bei dem wir retten können? Nein, oder? Doch? Doch, ich habe ihn. Das ist schön. Das ist ein positives Eigenschaft von des Spiel. Da, dann kann man schon mal machen. So, Granate. Granaccio. Ich bin immer dumm, dass sie davon wegrichten können. Ach komm schon! Wo war die? Die war hinter mir. Was? Ach kommt schon, ihr geht mir so auf die Eier mittlerweile. Diese Zwischensequenz. Also echt, die letzten paar Folgen sind echt nervig. Naja, es ist halt einfach mehr von diesen Gegnern. Dr. Tilst, sind Sie da? Und ja. Als Ihr Signal abriss, dachte ich, hören Sie mir zu. Man muss mehr Damage machen in diesem Game. Das ist echt wichtig irgendwie. Das hat doch funktioniert. Ich verstehe diese Koordinaten. Ich kümmere mich dann auf dem Weg zu Ihnen, um. Naja, die soll. Vielleicht nehmen wir das Ding hier. Jetzt hat er es nicht überlebt. Schade. Naja, man kann nicht alle retten. Ah, das ist wahr. Boah, was? Was? Und jetzt? RT? Oder was? Ah. Okay. Ah. Splash Damage. Hä? Wo ist es? Da. Okay. Der hatte die nicht nachgeladen.
Und? Zack. Das ist witzig. Aber ein bisschen. Keine Munition halt mehr, ne? Ja. Gib mir doch nicht Waffen, die zwei Schuss haben. Das ist so eine weirde Waffe. Die passt nicht so ganz zu Halo. Ja, vor allem, sie ist gerade jetzt eingeführt worden. Das erste Mal. Gott, das ist jetzt die normale Schrotflinte der Menschen. Die sieht doch genauso aus wie die andere von den Aliens, nur nicht in weiß. Oder ja, grau. Ja, und sie hat keine Floaty-Sachen. Sie hat, ja genau, sie hat keine Floaty-Sachen und sie hat nicht diesen coolen Glühbirnen-Draht da hinten, ja, wo man das reinlädt. Die Geschosse. Keine Munition mehr. Gerade eine Waffe aufgehoben. Das ist unglaublich. Ist hier irgendwas Explosives, was du in die Luft jagen kannst? Ich weiß nicht, genau. Dieses Sniper, ey. Ich hasse es so unglaublich! Aber hier war jetzt ein Checkpoint immerhin. Immerhin, ja. Oh, gut, Waffen. Sehr schön. Ja, aber dass sie da viermal die gleiche reinpacken, ich kann ja doch nicht mehr tragen. Ja, ey, aber dafür, vielleicht musst du halt immer wieder zu diesen Munitionsstationen rennen. Die wollen nur so, du ballerst das leer, rennst zur Station, holst dir deine Waffe, ballerst das leer, rennst zur Station. Das ist doch lame. Das ist auch. Du kannst anvisieren, oder, mit der einen? Nein. Echt? Erst in Halo 5. Ich meine, hast du eine Waffe, die zoomen kann? Nein. Für die Sniper? What the fuck? Okay. Du bekommst ja auch für die Scharfschützen nicht die richtige Waffe. Ich meine, ich habe jetzt die Auswahl zwischen einem Sturmgewehr und einer Schrotflinte. Gegen Sniper. Und die stecken sogar zwei Schüsse ein. Natürlich. Ich gehe einfach. Ich spare mir die Munition. Ja, ist auch so. Haftgranaten. Wir die Allianz irgendwie aussehen. Nein, können wir nicht. Wir haben verloren. Ich laufe einfach hier weiter. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Das sieht richtig aus. Okay. Yes. Dafür, dass das so eine Forschungsstation ist, ist die aber schon ordentlich ausgerüstet. Ja. Nur benutzt das alles keiner von diesen Wissenschaftlern. Ja. Als Pazifisten. Ja, das Ding überhitzt. Kontrollierte Feuerstöße. That's what... Nein. Was? Nein, nein. Kein Feuer. Lass das mit diesem Feuer. Aha, okay. Wir tropfen auf einen heißen Stein. Alter. Ja, das ist gut. Sehr schön, die killen mich jetzt. Grenade. Oder auch nicht. Okay. Dieser Master Chief. Ein wahrer Rambo vom Style her. Ja, ein Rambo vor dem Herrn. Oh, sogar Kontrollpunkt, obwohl Gefahr und alles. Ja, aber ich glaube, das soll so. Okay. Tja, damit hat er wohl nicht gerechnet. Zack, ist er weggeploppt. Ja, aber echt, was war das denn? Brauche ich nicht mehr, plopp. Das ist ein bisschen... awkward. Billo. Ja. Keine Munition mehr. Das ist so die Meldung, die man am öftesten hört in diesem Spiel. Ja. So. Keine Munition mehr, keine Munition mehr, keine Munition mehr. Ah. Überrannt. Okay. Und noch einmal. Ob er diesmal auch so wunderschön wegploppt. Ja, für die Leute, die es noch jetzt nicht gesehen haben, gucken wir uns dann nochmal hin. Genau. So, ja, so weit, so gut. Lalala. Ja, plopp. Alter, vor allem... Das kann so nicht sein, Leute. Haut da doch wenigstens so eine Rauchwolke drüber oder so ein Scheiß. Oh. Ja, oder ein Effekt, dass er sich weggeworbt hat. Ja, vielleicht sollte man dieses Schiff erstmal neutralisieren, bevor man den Knopf drückt. Weil jetzt hast du irgendwie die ganze Kacke am Dampfen. Nein, das ist alles schon so richtig. Okay, such dir Deckung, du brauchst ein bisschen Schild, glaube ich. Ja, ja. Diese Suchgranaten da. Mhm, genau. Bonk. Wunderbärchen. Ja, Mann. Endlich gehen sie mit einem Schuss drauf. Style. Ja, genau. Aber keine Munition mehr.
Achso, noch diese eine. Oh, nee. Ich dachte, das blendet jetzt aus. Neue Zwischensequenz. Geh Give me a break. Geh da mit dem Messer rein. Wieso dauert das so lang? So. Bam. Bam. Die können ganz schön weit hüpfen, diese Jungs. Ja. Also wenn sie nichts können, aber das können sie. Funktionieren diese Schilder auch in die andere Richtung? Ja, ne? Also ist egal, welche Richtung. Okay. Wie ein junger Scott. Scott? Scott. Oh, hätte ich nur jetzt... Ah, ich habe sogar noch eine Ladung. Oh. Was? Er ist einen Stockwerk tiefer gegangen. War das intelligent? Das ist die Frage. Ja, natürlich nicht. Ich habe einen Schuss noch gehabt. Oh no, Waffen leer. Na klar. Es ist keine so Munition, cool. Keine Munition. Keine Munition. Keine Munition. Ah, da ist er ja wieder. Wie ist er? Die hat er. Ist ja auch egal. Es ist so fürchterlich. Ah, guck mal, hier ist ein Karabiner. Aha. What? Ah. Wie ist der da hingekommen? So. Bonk. Der ist ungefähr dreimal hintereinander gestorben. Plopp. Der war auch noch da. Richtig cheap. Muss hier echt. Sobald du eine Waffe siehst, musst du sie nehmen. In der Hoffnung, dass sie Munition hat. Ja, ja. Wow. Jetzt werden wir gescannt. Das ist eigentlich cool, so mit Bots. Mit Infanterie-Bots, weißt du nicht? Mit dummen Fahrzeug-Bots, sondern. So, das ist so ein bisschen Schlachtfeld-Feeling, wenn Menschen dann auf einmal mitmachen und so. Ja. Fühlt sich dann so als der Obergangster oder Oberboss hier, weil du alle niedermähst. Ja. Sowas ist geil, aber nicht irgendwie, wenn du die ganze Zeit auf Munitionssuche bist und dich so völlig schwach fühlst. Ja, du kannst dich halt nicht wehren. Ja. Ich meine, vielleicht versuchen die einem gewissen Spielstil aufzuzwingen oder so? Ich weiß es nicht. Nee, das Problem ist ja, das hast du ja schon immer gehabt, dieses Waffenwechseln. Das Problem ist nur, du findest halt keine. Es liegen halt keine da und wenn du mal eine Waffe bekommst, guck mal, das Ding hat 12 Schuss. Ende. Ja. Raum mit Jäger. Aber hier, rechts von dir ist eine Station, theoretisch. Wo ist denn der zweite eigentlich? Sind die nicht immer zu zweit? Auf der anderen Seite? Also. Das ist ein runder Raum. Naja, ein halb runder Raum. Dem seine KI ist aber kaputt. Boah. One-Hitter. Ich hasse es! Oh boy. Vor allem, ich treffe die doch. Hinten. Ist hier in diesem Raum zufällig eine dickere Waffe als. Eine Shotgun. Ja, auf die Entfernung sollte die eigentlich optimal sein. Bullet Sponge, Bullet Sponge. Oh, nett. Das haben wir ja. Okay. Benutzen wir das. Sollte man mal benutzen, wahrscheinlich, ja. Was war das? Das war schon mit dem Terminal. Eins, was in die App führt? Ja, natürlich. Okay. Eins von diesen Terminals. Ach, das ist doch fantastisch hier gerade. Nahkampf? Ups. Sehr gut. Logbuch eintragen, bitte. Schauen wir mal. Das ist ja kein Terminal. Türsteuerung. Das ist sehr angenehm. So, Munition. Das war auch gerade strange. Irgendwie haben die das Ende nicht so ganz zu Ende gebaut vom Spiel. Bis jetzt.
Denn um ehrlich zu sein, ist mir meine Objektivität im Moment keine große Hilfe. Warten Sie, ich bringe uns runter. Die Vorrichtung, die Sie entdeckt haben, ist eine alte Blutsväterwaffe. Der Kommandeur dieses Schiffs will sie zurück. Will sie zurück? Sie glauben, dass Sie ihn wegbringen? Er kann hier nicht weg. Das wissen Sie, oder? Wir haben keine Wahl, Doktor. Darum geht's doch gar nicht. Wir haben 3 Monate und das größte Schiff der UNSC gebraucht, nur um ihn hierher zu bringen. Solange sie nicht sehr viel stärker sind, als sie aussehen, geht er nirgendwo hin. Können Sie Cortana Zugang zum Vorratsverzeichnis geben? Wozu? Wenn wir den Erzeuger nicht bewegen können, müssen wir sicherstellen, dass es der Didaktiker auch nicht kann. Moment mal. Wir haben hier Jahre an Arbeit investiert. Im Inventar sind 7 Havoc-Ausgrabungsminen. Nur eine von denen verwandelt die Basis in Schweizer Käse. Tut mir leid, Doktor. Fahren Sie mit der Evakuierung fort. Wenn wir uns um den Erzeuger gekümmert haben, bleibt Ihnen nicht viel Zeit. Wir werden die Sprengköpfe so einstellen, dass Sie sie aus der Ferne zünden können. Nicht nötig. Könnten Sie uns bei Ihrer nächsten Rettung vorher Bescheid sagen? Etwas Zeit zum Packen geben? Nächstes Mal. Was ist das für ein dummer Satz, Alter? Das nennt sich Backups, Leute. Und die macht man in regelmäßigen Abständen. So. Ich habe eine Vermutung. Dieser Erzeuger ist gar keine Person, sondern nur diese Maschine. Und sie tut genau das, so wie sie heißt. Erzeugen. Genau. Dadurch, dass die Sachen digitalisieren können, werden die wahrscheinlich dort gespeichert. Also so wie so ein 3D-Plotter. Die können dann aus diesen Daten, die sie gesammelt haben, wohl neue organische Wesen herstellen. Würde ich behaupten. Die Allianz hat das erste Evakuierungsschuttel abgeschossen. Die Station sollte über Geschütztürme verfügen. Wenn wir sie reaktivieren können, kann ich sie dazu umprogrammieren, der Evakuierung Feuerschutz zu geben. Ist das so? Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Oh, surprise, surprise. Alter, das ist hier auch echt so eine Missionsstruktur aus der Hölle. Schnell irgendwo hingehen. Du gehst irgendwo hin, aktivierst oder zerstörst. Ja. Und das machst du ein paar Mal und dann geht's weiter. Das ist total lame. Das hat überhaupt keine geschichtliche Relevanz. Nee, nicht so wirklich. Also es ist vor allem, anstatt den Leuten, die vor Ort sind, vielleicht zu sagen, hey, könnt ihr vielleicht auf den Knopf drücken? Tja, auch wieder wahr. Warum muss es immer der Chief machen? Oh, das ist so eine Halo 1 Geschichte. Stimmt. Auf dem Schiff, wo du dann durch diese Wartungstunnel gehst. Es ist halt eiskalt, es sieht sogar aus wie dieses Schiff. Ja. Keine Granaten, Scheiße. Na, Taktik. Total. Keine Munition mehr bald. Ich werde narrisch. Oh, was ist das Ding denn? Ja, das wurde gerade gegen mich gerichtet. Da dachte ich mir, nehmen wir das doch mal mit. Das ist doch nett. Lass mal Minigun. Ah. Nein. Nein. Allein schon, dass er mit dem Ding springen kann. Hält es in beiden Händen fest. Ja, hat aber er, kann damit springen. Das geht irgendwann ganz schön auf die Knie. Ja. Aber er hat ja Power-Knie. Ich will hier raus.
Das war der letzte. Und jetzt? Gehen wir. Wohin? Okay. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Ist der beste Knopf. Guck mal, da sind sogar Leute. Okay. Ah, fuck. Irgendwie, wenn ich das so sehe, kriege ich Bock, Alien Isolation zu spielen. Weil das die bessere Grafik hat, wenn man so an futuristische Raumschiffgänge denkt. Dann ist das wahr. Dann ist das, glaube ich, so. Hallo Leute, wir müssen hier was aktivieren. Fickt euch einfach ins Knie alle. Das ist auch echt krass, was die... Das ist ja eine eigen entwickelte Engine für Alien Isolation. Und das ist echt heftig, was die da rausgeholt haben. Wie Performance, also so wie performant die läuft und wie geil es aussieht. Weil die haben ganz viel nicht durch dynamische Beleuchtung gemacht, sondern so richtig oldschool Shadow Maps. Okay. Wenn die sich die Lichter eh nicht bewegen, dann einfach irgendwie schwarz angemalt oder so ein Scheiß. Und dadurch ist es richtig ressourcenschonend, diese Engine. Und deswegen kann das Spiel so geil aussehen, wie es das nun mal tut. Okay. Aber ist wahrscheinlich auch sehr viel aufwendiger, wie es einfach vom Computer errechnen zu lassen, automatisch. Man muss halt wissen, was man tut, glaube ich. Man muss genau wissen, wie die Map aufgebaut ist und... wie das Licht fällt und so. Genau, halt. Genau. So, als würdest du alles zeichnen. Aber das wurde ja früher so gemacht, um halt zu sparen. Das hier hast du zum Beispiel auch sowas. So, das wird niemals dynamisch irgendwie... Der Schatten ist auch drauf gemalt eigentlich. Ist auch eine Shadow Map wahrscheinlich. Wo? Na, zum Beispiel der von der Säule da. Das ist auch nicht dynamisch. Ach so. So meinst du dieses? Ja, ja. Und das, davon halt ganz viel in Alien Isolation. Mit diesen vorgefertigten Schatten, die sich nie bewegen. Pfff. Bonk. Haben wir es jetzt dann bald? Oder kommen da jetzt nochmal ein paar Gegner? Welle 3. Oh, scheiße. Du kannst es halt nicht verhindern. Aber Kontrollpunkt hast du gerade gehabt. Das ist doch mal was. Du könntest ihn in die Luft sprengen, oder? Hast du nicht diese Sprengpistole gerade? Die ist leer. Aha. Ja, na klar. Warum frage ich eigentlich? Im Zweifelsfall nein. Oh, okay, noch eine Welle. Kannst du dich da oben hinstellen, auf die irgendwie drauf? Dann kannst du die schön von oben behaken. Wenn die da unten rumeiern. Das ist smart. Ja, aber ganz ehrlich, da unten, da bist du zu nah dran. Besonders wenn dann die Typen mit den Messern rankommen. Den habe ich ja schon kaputt gemacht. Okay. Jetzt. Hier oben liegt aber nicht zufällig irgendwas Geiles. Sad face. Nein. Aber das passt schon. Keine Munition mehr. Ich kann nichts aufheben. Wirklich? Plasma ist das hier. Da. Ja, wenn es halt immer die gleiche Waffe ist, ne? Bringt mir das auch nichts. Ziel. Ja, auch nehme ich an. Sehr schön. Und die hat auch noch ganze... Warte mal, hier lag doch die Mehrschuss. Die hat Mehrschuss. Vielleicht sollte der große, mächtige Didaktiker sein Hab und Gut nicht verpimmeln. Sie gerade... Verpimmeln? Gut, das habe ich nicht verstanden. Aber hat sie gerade der große Mächtige gesagt? Didaktiker, ja. Hat sie den gerade angehimmelt? Ja, ich glaube, das war so ein bisschen ironisch. Weiß nicht, ich habe den Unterton nicht mitbekommen. Ja, das ist bei der Synchro wohl verloren gegangen. Ich glaube, sie wird verrückt gerade. Ich glaube, ich werde verrückt gerade. So viel Munition ist? Ja, genau. Das. Okay. Freiheit. Lassen wir mal so stehen. Ja, ich würde auch sagen, das gehört sich schon so. Dr. Tilson, sind Sie da? Wieso ist die eigentlich komplett nackt? Hatten Sie Erfolg? Also, die ist ja. Na? Die hat ja nicht irgendwie so wie einen Anzug oder so an. Ich meine, man sieht ihre Zehen und Zehennägel. Just saying. Man sieht nur ihre Nippel nicht. Also das ist ja nicht so als... Ne? Ja. Spürst, was ich fühle. Könnte man nicht... Die könnte doch theoretisch jede Form haben, wenn sie eh digital. Nein, aber sie hätte gerne diese. Ja, wahrscheinlich. Das ist bestimmt relevant. Genauso wie durch die Haut atmen in Metal Gear Solid 5. Natürlich.
Hey, besser wie gar nicht es zu erklären. Ja, aber es ist so... Ach komm, naja, schon, wir wissen doch alle, warum das so ist. Nicht, weil sie durch die Haut atmen muss. Naja, doch schon. Aber man hat halt dennoch einen Grund gesucht, warum sie nichts anhat. Naja, aber ich meine, das ist so wie hier die bei Fantastic Four. Die unsichtbar Frau. Ja. Aber die hat doch auch immer was an. Ja, die hat halt dieses eine Ding an, theoretisch. Bei Ghost in the Shell ist das halt ganz typisch, wenn sie diesen Tarnmodus verwenden will, dann muss sie sich halt immer komplett nackt machen. Ja. Naja, halt alles, was nicht Maschine ist, ne? Na, irgendwo macht das Sinn. Ja, aber okay, jetzt ist auch der billigste Grund, um... Hauptsache, es ist geil. Ja, wahrscheinlich. Hallo? Hallo? Wie halten Sie sich von ihm fern? Von wem? Ich glaube, sie spricht nicht mit mir. Hammer! Was ist das? Das ist Schubdüsen. Dein, du kannst einmal dodgen? Ja. Okay. Kann ich da rein? Yes. Mac-tastisch. Hasta la vista, Bebe! Das wäre so echt meine erste Frage gewesen, als ich diesen so einen Mac gesehen habe gerade. Kann man da rein? Die Antwort ist ja. Das ist gut. Da, ja, das muss schon. Aber kann ich sprinten? Tja, du kannst sprinten und nachladen. Du hast eine Sprintanzeige bestimmt. All diese modernen Spiele-Tropes. Was man halt so hat, ne? Microtransactions. Übrigens habe ich gelesen, dass Warframe ganz gut sein soll. Das überrascht mich, um ehrlich zu sein. Dieser Free-to-Play-Ninja-Titel da. Ja, der Cyber ist ganz Ninja. Gut. Den habe ich auch mal ein paar Stunden gespielt. Es verliert sich halt irgendwann ein bisschen. Ja, weil es halt wahrscheinlich, wenn man das checkt, dass das Spiel einfach nur will, dass du möglichst lange Zeit damit verbringst. Ja, es ist halt Spielen des Spielens wegen. Aber es sieht gut aus, sage ich mal. Es wiederholt sich halt alles viel zu sehr. Aber ich meine... Das ist ja heutzutage kein Grund mehr, es nicht zu spielen. Ja, es ist schwierig. Also angesichts von Alter. Diesem Spiel, na, der hat ordentlich gesessen. Angesichts dieses Spiels, es wiederholt sich halt. Alter! Auch. Hör mir auf! Wer ist denn das? Der hier, der Kleine. Nee, ich glaube, das sind die Schiffe. Nein, das war der Kleine mit seinem scheiß Flak. Und aus dem Panzer ist gerade ein Schwert gefallen. Just Sinn. Sein. Macht vollkommen Sinn. Du kannst sie gleich alle messern. Wo sind eigentlich alle anderen Leute? Na, die haben offensichtlich keine Max und sind jetzt schon alle völlig weg vom Fenster. Ja. Habt ihr euch jetzt habt ihr euch alle evakuiert, ganz flott, ne? Der Chief ist einfach der letzte Mann an Bord. Ach komm. Das ist ganz geil, dass sie so an Fahrt aufnimmt, die Waffe. Erstmal so langsam und dann so richtig schnell. Standard halt, ne? Das ist so, so eine Feels-Good-Waffe. Wenn dir das gefällt, musst du Space Hulk Deathwing spielen. Okay. Da hast du so eine Minigun, die du auswählen kannst. Und die benutzt er natürlich auch nur mit einem Arm. Ja. Und die ist halt ganz extrem so. Weil die muss auch erstmal anlaufen, aber die schießt dann halt auch echt lange. Okay. Weil die hat halt 400 Schuss. Und wenn du halt einfach nur so Massen an Gegnern hast, ist das schon echt geil. Immer, ich bin jetzt repariert wieder. Ja, das ist doch was. Das hat mir zum Beispiel bei der Minigun bei Timesplitters immer gut gefallen. Du hattest bei Timesplitters immer so einen Modus,
Ach, das ist Ziel suchen. Sagt mir das doch einer. Würde ich nicht die ganze Zeit versuchen, die mit der Minigun kaputt zu schießen. Und für die Minigun war der sekundäre Modus, dass sie einfach immer im Leerlauf läuft. Ja, ja, genau. So wie bei Team Fortress 2. Ja, dass sie dann sofort schussbereit ist, ja. Was ganz geil ist. Ja. Konntest du nur nicht verwenden, wenn du zwei davon gleichzeitig wolltest. Okay. Dual-wielding Minigun. Das ist schon fett. Okay. Ich hab auf nichts gezielt. Was ist das? So, ist hier mal langsam Ruhe in dem Laden. Mal Schicht im Schacht. Na, da kommt noch einer. Zwei. Mhm. Okay. Truppentransporter auch noch. Wahrscheinlich sind die unzerstörbar und du musst nur darauf warten, dass die Typen. Man, teilweise kann man die zerstören. Okay. Das weißt du nicht. Das ist halt auch so eine Sache. In welchem Halo kannst du was machen? Das ist unterschiedlich. Wo ist der? Wen suchen wir denn? Was machen wir hier überhaupt? Wir sollten uns öfter mal Zwischensequenzen angucken, glaube ich. Naja. Die gucke ich mir eigentlich immer ganz gut an. So ist es ja nicht. Aber wir wehren das jetzt halt ab. Ende der Geschichte nehme ich an. Ist das ätzend. Sprengkopf suchen wir. Kopf sprengen. Hammer setzt bald. Derzeitiges Ziel mit Tilsen treffen. Das ist eigentlich so ein RPG-Quest. So. Ja, könnte sein. Hammer setzt. Kontrollpunkt abgespeichert. Ja, das sieht doch nett aus. Und wir müssen auch zum Ende kommen, liebe Leute. Die Zeit ist schon wieder viel zu drüber hinaus. Jetzt sehen wir sie schon die ganze Zeit und dennoch... Ja, ey. Okay, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge zu Tilsen. Ja. Und dann hoffentlich kommen wir bald zu einem Ende. Dann fangen wir nämlich an mit. Dann ist nämlich Teil 10, glaube ich. Das wird jetzt Teil 9. Das wird Teil 10 jetzt. Krass. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.